Ein herzliches Willkommen zu... diese Rubrik hat keinen Namen, ne? Nein. Das ist unser erstes... Haben wir jemals schon mal zusammen was gemacht? Nein, wir haben noch nie was zusammen gemacht. Das Premiere heute. Und das zu einem ganz besonderen Thema. Sozusagen eine Herzensangelegenheit von Trant und mir. Bei mir noch, glaube ich, ein kleines bisschen mehr. Es geht um Quake Live. Was ja im Prinzip die gratis Web-Variante von Quake 3 Arena ist, den indizierten Quake 3 Arena. Und was wir jetzt auch endlich behandeln dürfen, nachdem es vom Index genommen wurde. Und ich wollte schon, weiß ich nicht, jahrelang wollte ich immer mal was zu Quake machen, aber es ging ja nicht, weil es immer indiziert war. Und jetzt ist es sogar nicht nur nicht mehr indiziert, sondern ab 16 freigegeben. Tja. Was sagst du denn dazu? Ja, finde ich super. Ja, aber Eddie, warum ist denn das jetzt bei dir so eine Herzensangelegenheit? Ja. Bist du etwa Quake-Profi oder was? Okay, gut, dass du mich fragst. Also ich muss sagen, Quake, also als ich nach der Schule angefangen habe, nichts mehr zu machen, sprich Student war, da habe ich angefangen, Quake 2 zu zocken. Also es war so, dass meine Mutter hat einen PC gekauft und zu Quake 1 Zeiten hatte ich keinen PC zu Hause, aber zu Quake 2 Zeiten, also gerade als Quake 2 rauskam, hat meine Mutter damals einen 486er DX40 gekauft und dann habe ich halt damals so Quake 2 installiert. Und dann fing das irgendwie so an, halt Singleplayer gezockt und dann irgendwann bist du mal auf die Multiplayer-Funktion gegangen. Da war irgendwie, das war alles noch ganz fresh. Ja, wann war denn das? Wann war das? Boah, ich weiß. 96, 97. Kommt hin, ja. Also es war wirklich noch auch zu ganz Anfangszeit noch vom Internet und da gab es noch kein Facebook, keine Smartphones und lang ist es her. Jedenfalls bin ich dann auf diesen Serverbrowser gegangen und war dann plötzlich online und da haben die FFA, also jeder gegen jeden, gespielt. Und da habe ich dann mitgezockt, habe natürlich nur auf die Fresse gekriegt, weil ich kannte bis dahin quasi nur Singleplayer-Quake. Und dann von dort an war Singleplayer-Quake völlig belanglos, weil mit menschlichen Spielern zu spielen war irgendwie der neue Shit. Das war das, was so Spaß gemacht hat. Und dann von da an bin ich jeden Abend, irgendwie so ab 20 Uhr oder so oder ab 18 Uhr, bin ich da immer auf diesen gleichen Server gejoint und da waren auch fast immer die gleichen, irgendwann kannte man wirklich schon die Namen, da waren immer die gleichen Leute. Und da haben wir halt nur Fates gehabt, nur gezockt, 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 gezockt. Und so fing irgendwie meine Leidenschaft irgendwie mit Quake an und dann habe ich das teilweise wirklich gespielt. Ach, du bist rausgeflogen vom Server wegen Inactivity. Ey, das stimmt doch gar nicht, ich habe mich doch bewegt. Ey, du musst nochmal, ich bin aber auf dem Server, wir sind schon auf den Servern, weil wir ja gleich hier zocken wollen. Ja, ja. So. Ja, schnell joinen. Oh, jetzt sind da 4 Leute. Wie? Nee, da sind keine. Bist du das? Guck mal, da schreibt mir einer, ich kenne dich noch aus Q2-Zeiten. Lava! Schreibt da gerade einer! Jetzt hast du es nicht aufgenommen. Ne, warte, ich fraps es hier. Warte. Da schreibt es einer. Ja, lol, das ist ja lustig. Ich schreibe ihm mal. Okay, das ist schon sehr lustig. Ich mache ein Video für Game One. Das ist halt schon nicht gefaked jetzt. Ey, ich schwöre bei Gott, das ist nicht gefaked. Okay, das ist gut. Und, ey, das ist ja gerade ab. Aber ich kann jetzt... Warum sind da 4 Leute, wenn wir einen Dual-Server offen haben? Das ist ja lustig. Ja, ich war halt eine große Nummer in Quake 2, was soll ich sagen? Schön, das hast du mal auf den Punkt gebracht. Naja, der Punkt ist, ich war Student und dann habe ich teilweise wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, 8 Stunden am Tag Quake 2 gespielt. Und zwar immer nur Duelle, 1 gegen 1. Ich habe in Turnieren gespielt, in Ligen gespielt, ich habe im Clan gespielt und so weiter. Und ja, so kam es. Und dann kam irgendwann Quake 3, was total verhasst war in der Quake 2-Szene, weil alles ist ja neu. Und, echt? Ja, voll. Und keiner wollte was damit zu tun haben. Okay. Und dann habe ich in einem Quake 2-Turnier tatsächlich Quake 3 gewonnen. Da habe ich den ersten Platz gemacht und der erste Preis war Quake 3. Und dann habe ich halt zwangsweise angefangen, Quake 3 zu spielen und habe mich in dieses Spiel verliebt. Und es hat mir noch mehr Spaß gemacht. Mhm. Und ja, habe da wirklich an Turnieren und in Online-Ligen und so weiter. Und ich hatte in Clans gespielt. Wir hatten richtige Trainingszeiten. Weißt, da musstest du dann um 18 Uhr auf dem Server sein. Da wurde dann gegeneinander gespielt, trainiert, Taktiken eingeübt und so weiter.
Und ja, für mich ist Quake 3 ist, oder Quake Live in dem Fall, ist so, ist wie das StarCraft. Was StarCraft für Strategiespiel ist, ist Quake 3 eigentlich für den professionellen Ego-Shooter. Also wenn man jetzt nur so daddelt, da kann man alles spielen, aber auf einer professionellen Ebene ist es das Krasseste, was es gibt, weil es kein Spiel gibt, was perfekter ausbalanciert ist und taktischer und komplexer ist als Quake 3. Was ist mit dem vielgelobten Counter-Strike? Ist ja noch jünger eigentlich, ja, aber... Also Counter-Strike ist als Pro-Game, als E-Sports-Titel natürlich auch nicht zu verachten und auch sehr viel mit Taktik und so weiter, aber es ist einfach spielerisch halt schon was anderes. Ich will jetzt auch nicht die Counter-Strike-Community irgendwie dissen oder so, aber ich glaube auch Profi-Counter-Striker wissen, ein Profi-Quake-Spieler, also der auf höchstem Niveau spielt, die haben da schon auch Respekt, weil das einfach von der Geschwindigkeit her eine andere Nummer ist und es ist einfach nochmal was anderes. Bei Counter-Strike, sage ich mal, kannst du mit einem Kopfschuss, ist der Gegner gefrackt und da macht vielleicht das Aiming auch dann nochmal einen größeren Unterschied, während bei Quake ist es nochmal ein Unterschied, da musst du wirklich nochmal was Hand-Augen-Koordination, was Reflexe, was taktisches Verständnis angeht, nochmal was anderes. Beim Team, beim Team-Match, also Team-Deathmatch ist es nochmal was anderes, aber ich spreche jetzt auch beim One-on-One, was ja bei Counter-Strike sowieso eigentlich nicht gespielt wird. Was war eigentlich auch noch ein großer Unterschied ist, kannst mich ja korrigieren, wenn es falsch ist, aber bei Counter-Strike ist es ja natürlich nicht so itemlastig. Also gibt es da Medipacks? Nee, ne? Nee. Das ist Genau. Die Waffen kaufst du vor Spielstart und es gibt nichts einzusammeln und die Items zum Aufsammeln sind bei Quake ja auch ein wichtiger Punkt, der über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Das ist genau das Ding. Also viele, die von Quake jetzt nicht so die Ahnung haben oder nur oberflächlich betrachtet, die sagen, ja, was, da schießen, das ist der Unterschied zwischen all den anderen Spielen, beide schießen aufeinander, einer ist tot, fertig. Wer die meisten Kills oder Frags hat, hat gewonnen. Aber also es gibt viele kleine Details jetzt da, das in kompletter Komplexität erklären zu wollen, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber ich möchte mal euch da draußen und auch dem Trant so ein bisschen näher bringen, warum Quake sich seit Jahrzehnten oder seit zumindest über 10 Jahren oder so, Quake 3 seit, weiß ich nicht, wann kam es raus, 98 oder 99? Ich weiß es gar nicht. Also seit über 13 Jahren auf jeden Fall hält und auch jetzt immer noch erhältlich ist Quake Live, also auf quakelive.com könnt ihr kostenlos zocken. Es ist quasi mittlerweile ein Browserspiel. Mittlerweile ist die Technik so gut, dass es eben als Browserspiel funktioniert. Wobei mittlerweile, du nimmst immer noch auf. Ach so, ja. Mittlerweile kannst du fast gar nicht sagen, wie alt ist jetzt schon die Browserversion? Bestimmt auch schon wieder. Mindestens 5, vielleicht sogar auch. Nee, 5 Jahre noch. Doch, nicht. Bestimmt, oder? Nee, so also eigentlich ein alter Hut. Ja, aber 5 Jahre glaube ich auch nicht. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall funktioniert das Spiel jetzt komplett auf Browser-Funktionen und ihr könnt eigentlich kostenlos spielen. Ich habe jetzt auch keinen Pro-Account. Mhm. Man kann einfach sich einen Account machen, das geht relativ schnell, dann lädt man sich da so ein Ding runter und kann dann direkt loszocken. Das Geile daran ist, dass diese Quake-Live-Version, die es jetzt als Browser-Spiel quasi gibt, ist spielerisch identisch mit Quake 3 Arena, mit ein paar kleinen Detailänderungen, aber bietet neue Features wie eine Friend-List oder dass man ja halt so Statistiken, die eure ganzen Quake-Statistiken werden online gesammelt, was ziemlich cool ist, wo man halt dann wirklich, wenn man 2 Jahre lang zockt, kann man sich alle Demos, Matches, Screenshots und so weiter angucken. Also ist schon für den Freak eine tolle Sache. Ich sag auch gleich dazu, wenn man mal guckt, ich habe die Grafik runtergestellt, das ist auch eine Sache, die eigentlich jeder Quake-Spieler, der das ernsthaft macht, spielt. Wir können ja mal gerade frapsen, mach du auch mal und geh mal vielleicht, wir treffen uns mal an der gleichen Stelle und zwar in der Mitte. So, dass wir unten auf das... Aber ich habe meine auch runtergestellt. Ach, du hast schon runtergestellt. Ach, scheiße. Nee, da sieht man keinen Vergleich. Ja, okay. Was ist jetzt los? Das bin ich. Okay, nee. Trant hat es auch runtergestellt. Also ihr seht jetzt bei mir hier, dass die Texturen total matschig sind. Eigentlich kann man das kaum noch Texturen nennen. Es sieht eigentlich super hässlich aus. Auch ein Grund, warum viele Leute keinen Bock auf Quake haben, weil sie sagen, es sieht so scheiße aus. Dazu muss man erklären, dass es bei Quake wirklich nur um das Spielerische geht. Seht es als eine Art 3D-Schach mit Knarren oder so. Alles, was ablenkt, um das Optimum an Aiming und am Spielerischen rauszuholen, ist scheiße. Das heißt, geile Explosionen, verwirrende Texturen, die im Hintergrund irgendwie was durcheinander bringen oder so, wird alles ausgestellt. Es geht nur darum, dass man den Gegner sieht. Deshalb sieht der Trant hier auch neongrün aus, damit ich ihn auch schon aus weiter Entfernung, wenn ich nur aus dem Blick aus einem kleinen Augenwinkel kann ich schon erkennen, dass er ist. Ja. Wenn er jetzt blau wäre und da hinten wären an der Wand hier, wären jetzt noch hier an der Wand, wären jetzt noch Texturen, wäre er schon schwerer zu sehen. Und dann könnte ich schon mit der Railgun schwerer treffen. Ja?
Deshalb, Profi-Quake-Spieler schalten im Prinzip die Effekte auf ein absolutes Minimum runter. Man kann natürlich dann auch in den Options kann man noch viel verändern und das alles seinem Gusto, sage ich mal, anpassen. Aber ich mag das so, ich bin das so gewohnt und ich behaupte mal, dass die meisten, die das viel spielen, dass die das auch dann so spielen. Was man noch machen kann, was ich jetzt auch mal zu Vorführzwecken hier Advanced einstelle, ist, dass man die Waffe sieht. So, das mache ich normalerweise aus, aber dann seht ihr immer, wenn ich jetzt im Spiel die Waffe wechsle, weil damit komme ich jetzt auch schon zum nächsten Thema. Ich will erstmal kurz die Waffen vorstellen. Mhm. Die haben natürlich alle, das ist ähnlich, ne, ich will nicht sagen Schere, Stein, Papier-Prinzip, ganz so einfach ist es nicht, aber jede Waffe hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Da gibt es natürlich den Raketenwerfer. Stell dich mal auf die andere Seite, so, und jetzt, an die andere Wand. Genau, schieß mal auf mich, nicht auf den Boden, auf mich. Schieß mal weiter. Wenn der Trant auf mich schießt, ihr seht, der Raketenwerfer ist zu langsam. Da kann ich jeder Rakete, versuch mal auf mich zu zielen. Da kann ich jeder Rakete ausweichen. So, deshalb zielt man nicht mit dem Raketenwerfer auf die Person, sondern man zielt auf den Boden vor der Person. Das heißt, selbst wenn die Rakete mich nicht trifft, gibt es einen sogenannten Splash Damage, also eine kleine Explosion, die Schaden macht, die mich trifft. Das heißt, zieh mal auf den Boden vor mich. Ich habe noch keinen. Doch, du bist im Warm-Up, du hast automatisch alles. Ach echt? Ja. Wie ich mich nicht auskenne. Zieh mal auf den Boden vor mich. So, egal wie ich jetzt weiter. Also jetzt versuche ich zwar immer noch auszuweichen, aber ich nehme Schaden, ist halt viel schwieriger. Das heißt, mit dem Raketenwerfer zielt man im Prinzip immer auf den Boden vom Gegner oder auf eine Wand dahinter oder irgendwas. Bedeutet im Umkehrschluss, was sollte man nicht machen? Unnötig? Springen. Ja. In dem Moment, also springen ist eine absolute Todsünde, es sei denn, man strafe-jumpt, also bewegt sich durch die Map, komm mal her, Trant. Eine absolute Todsünde bei Quake, komm mal her. Und spring mal. So, in dem Moment, wo der Trant in der Luft ist, weiß ich, wo er aufkommt. Das heißt, ich weiß genau, wenn er in der Luft ist, wo er landen wird und kann ganz easy dahin zielen, wo er gleich landen wird. Also springen immer ganz schlecht, also immer strafen. So, das ist der Rocket Launcher. Nächste Waffe ist die Plasma-Waffe, die Plasma-Gun. Die macht diese kleinen blauen Bällchen, die auch sehr langsam sind. Das heißt, Trant, schieß mal auf mich. Wenn ich die ganze Zeit gehe, er zieht immer hinterher. Ja? Trifft mich nur schwer. Was mit der Plasma-Gun wichtig ist, weil die eigentlich schon ziemlich viel Damage macht, ist, dass man ein bisschen vorzielt. Das heißt, beweg dich mal, weich mal dem Schuss aus, Trant. Wenn ich jetzt immer nur hinterher gehe, treffe ich ihn nicht. Aber wenn ich sehe, dass er nach links geht oder nach rechts, dann ziele ich schon ein Stück weiter vor. Ihr seht am roten Fadenkreuz, dass ich ihn dann getroffen habe. Das heißt, wenn der Gegner sich langsam nach links bewegt, dann müsst ihr schon ein bisschen weiter vorziehen, weil das Projektile sind. Das heißt, die brauchen eine Zeit, bis die beim Gegner sind. Das muss ich auch mal kurz anfügen. Ich mag einfach, ist mir bei Quake das erste Mal aufgefallen, bei Quake 3, dass das Trefferfeedback mit diesem kleinen Piepsen unterlegt wird. Bling. Wie wichtig das ist. Das gab es bei Quake 2 noch nicht. Ja, ist auch, du hörst einfach, dass du getroffen hast und das ist wichtig. Ist total wichtig. Zum Beispiel, wenn du irgendwo stehst, also später wird es so sein, dass man versucht, sozusagen einen Lockdown oder die Map zu locken, wie man sagt. Das heißt, man versucht, den Gegner komplett alle Wege abzusperren, dass er im Prinzip nirgendwo mehr lang kann. Und dazu feuere ich zum Beispiel auch irgendwo hin. Zum Beispiel würde ich jetzt dann hier oben hinfeuern, würde aber woanders schon lang gehen. Und dann höre ich aber vielleicht plingen. Mhm. Ja, dann weiß ich, ja, ich habe ihn getroffen. Dann weiß ich auch automatisch, wo der Gegner ist. Dazu kommen wir gleich. Das ist nämlich sehr wichtig. Okay, also die Plasma Gun ist eine sogenannte Spam-Waffe. Die kann man zum Beispiel für Spawn-Frags machen. Wenn ich den Spawn-Punkt kenne, kann ich schon mal 5 Plasmas schicken und eine Rail hinter. Kann dann direkt einen fraggen. Oder wenn ich irgendwo will, einen aufhalten will, dass er da nicht lang geht. Zum Beispiel, wenn da hinten hier einer die Treppe hochgeht und ich die ganze Zeit Plasmas dahin schieße, während ich nach hinten laufe, kann er da nicht hochkommen. Und dann kann ich hier um die Ecke gehen und er könnte mich dann von dort aus nicht mehr railen oder so. Also ist eine super Waffe, aber wird auch viel taktisch eingesetzt. So, dann haben wir den sogenannten Boomstick. Die Shotgun ist wie eine Schrotflinte immer. Ich schieße mal an die Wand, dann seht ihr die Einkerbungen. Müssten 11 Pellets sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, viel mehr. Ey, früher waren es 11, die jeweils 10 Schaden gemacht haben. Okay. Ich weiß nicht, wieso es jetzt so viele sind. Ist auch wurscht. Shotgun ist eigentlich klar, macht auf nahe Distanz unfassbaren, krassen Schaden. Ja, eben hatte ich 60. Der letzte Schuss hat mir 60 abgenommen. Ja. Wahrscheinlich noch mehr. Okay, vielleicht haben sie die auch genervt. Ich bin noch ein bisschen im Quake 3-Universum. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen was an den Waffen
Statistiken ändert. Ist eine schöne Sache, wenn zum Beispiel einer hier diese Trampoline benutzt, diese Jump Pads, da einen schön aus der Luft mal so mit der Schrotflinte einen rein zu pfeffern. Oder wenn man einen finishen will, sprich, ihr habt ihn zum Beispiel schon einmal angerailed und dann mit der Shotgun hinterher, ist es ganz praktisch. Ansonsten mit Vorsicht zu genießen, weil sie eine sehr lange, langsame Schussrate hat und auf große Distanz eben auch nicht viel Schaden macht. Die Machine Gun, mit der startet man, das ist die Startwaffe. Hier hat man jetzt in Warm-Up 150 Schuss. Die ist natürlich auch nicht so stark, aber damit kann man schon vor allen Dingen auf große Distanzen ziemlich punktgenau treffen. Weil man muss nicht vorhalten. Genau, die ist relativ instant. Und man kann eben auch auf große Distanzen einen ziemlich nerven damit. Wenn man nicht die Railgun hat oder so, lohnt sich's. Mit der Shotgun braucht man auf die Distanz oder mit der Plasma oder Rocket Launcher bringt das alles nichts, kann man alles ausweichen. Aber mit der Machine Gun kann man so ein paar Nadelstiche setzen. Ist auch gut zum Finishen zum Beispiel, weil sie eine hohe Schussfrequenz hat. Also wenn ihr hört, dass der Gegner wenig Energie hat, womit ich schon beim Punkt bin, achtet mal auf die Schreie vom Gegner. Wenn ich ihn jetzt einmal treffe, relativ hoch. Okay, jetzt habe ich viel Energie. Scheiße, jetzt habe ich ihn getötet. Ich hätte es mit einer anderen Waffe machen müssen. Ich bin jetzt nochmal da mit 120 Energie. Genau, komm nochmal her. Was ich damit sagen will, ich weiß nicht mehr genau, wie die Schritte waren. Ich glaube, in 25 Health-Schritten oder in 50 Health-Schritten verändert sich der Schrei. Also ich schieße jetzt mal, bleib mal stehen. Hört mal auf auf den Schrei von dem Gegner. Okay, das ging schnell. Ja, aber es ging jetzt ein bisschen schnell. Aber ja, man hat es schon gehört. Das heißt, wenn der Schrei ein bisschen länger wird, dann wisst ihr, der hat nur noch maximal 25 Energie. Das heißt, da eignet sich dann zum Beispiel die Machine Gun, um dann schnell zu finishen. Da braucht man nicht mehr mit der Railgun schießen, die viel zu lange reloadet und mit der man genau treffen muss, sondern dann kann man eben da schön finishen. So, also Machine Gun erklärt sich auch von selbst. Dann haben wir den Shaft, so die Lightning Gun, aus Quake 1 Zeiten noch Shaft genannt. Da war es die krasseste Waffe. Echt? Ist auch das immer noch eine der krassesten Waffen. Die hat diesen Elektrobeam. Und wenn ihr jetzt mal auf die Energieleiste vom Trant guckt, bewegt dich mal nicht, dann seht ihr, wie tödlich diese Waffe ist. Ich hab 100. Er hat jetzt 100, ich Shaft ihn mal. Ja, also geht ultra schnell, wenn man keine Rüstung eingesammelt hat. Das Schöne ist, es ist eine Waffe, die sich besonders eignet, auch wenn einer auf freien Strecken ist. Also wenn ich jetzt hier, wo ich bin, jetzt zum Beispiel vor mir hätte. Man muss allerdings sehr gut damit zielen. Gerade wenn man ein bisschen Lag hat oder ein bisschen höheren Ping, ist es sehr schwer mit der Waffe zu ziehen. Beweg dich mal hin und her. Dann ist es schwer, jetzt bin ich runtergefallen, ich Vollidiot, ist es schwer, einen zu treffen. Aber was zum Beispiel saukrass ist, wenn der Trant irgendwo runterspringt, spring mal da runter, dann diesen Weg. Jetzt ist es natürlich von da nach da nur ein kleiner Sprung, aber wenn er von irgendwo weit runterspringt oder mit dem Trampolin irgendwo hochspringt... Ach, okay, du kannst ja die Fallgeschwindigkeit abschätzen und kannst folgen. Genau, dann kannst du mit dem Chef den gesamten Weg runterverfolgen und ich sag euch, nach 2 Metern, der ist noch nicht richtig abgehoben, bevor der auf den Boden aufkommt, ist er schon weg. Also Chef ist eine der krassesten Waffen, gerade wenn man noch im Team Deathmatch oder so eine Quad hat oder so, da brutzelt ihr die Leute weg. Verbraucht extrem viel Munition. Und es ist, wie gesagt, gegen einen guten Spieler, der wird immer hin und her zappeln, da ist es extrem schwer zu tracken. Das heißt, bei Profispielern bewundert man auch immer so ein bisschen, wie gut die Schäften können. Mhm. Das heißt, manche haben so einen guten Schäft, dass sobald die dich sehen, bist du im Prinzip tot. Ja? Also auf hohem Niveau eine sehr tödliche Waffe. Dann haben wir die geilste Waffe überhaupt. Zum ersten Mal vorgestellt wurde sie in Quake 2, das ist die Railgun. Habt ihr sicherlich auch schon von gehört, ich stelle sie trotzdem kurz vor. Im Grunde, das ist ja eigentlich auch so ein geflügeltes Wort, was man auch bei anderen Spielen, glaube ich, benutzt. Also quasi wie Tempotaschentuch für Papiertaschentuch. Im Prinzip. Eine Railgun ist eigentlich so, die Schussart ist quasi da erfunden worden. Aber ich glaube, hat den Namen nicht id Software erfunden mit Quake 2? Ich glaube, die haben es erfunden. Ja, meine ich ja, dass quasi eine Railgun und auch mit der Bezeichnung das erste Mal von Quake. Genau. Glaube ich, oder in Doom gab es sowas nicht. Ne? Ich mache schon mal kurz so ein Quake-Produkt. Mal Start. Mach du auch mal kurz Pause und Start, damit die Dateien nicht so lange werden. Die Railgun ist eine sogenannte Instant-Hit-Waffe, vergleichbar mit einer Sniper-Rifle zum Beispiel in Counter-Strike. Das heißt, früher war die sehr tödlich. Bei Quake 2 war es so, dass man mit 100 Energie gespawnt ist und die Waffe 100 Schaden gemacht hat. Das heißt, man war quasi mit einem Schuss tot. Oh. Es gibt keine Headshots oder so bei Quake 3. Das heißt, das ist wurscht, ob man auf den Kopf zielt oder auf den Körper. Aber wenn ich jetzt mal, bleib mal stehen. Ich will mal sehen, wie viel die jetzt noch Schaden macht, weil das weiß ich jetzt aktuell nicht. Ich habe 100. So, okay, 80. Ohne Rüstung macht sie 80 Schaden. Das heißt, man braucht entweder 2 Schüsse mit der Railgun oder eben
kann danach direkt mit auf die Machine Gun wechseln und finishen, wenn man mit der Rail getroffen hat. Die Rail wechselst du eigentlich überhaupt gezielt auf die Waffen? Genau, du die auf das erkläre ich gleich, okay? Okay. Ich will noch kurz ein paar Worte zu Railgun. Die Railgun ist eine Waffe, die sehr, sehr wichtig ist, weil man eben mit ihr auf riesengroße Distanzen großen Schaden machen kann. Man kann richtig fies, zum Beispiel über gesamte Längen, einem in den Hintern schießen. Ist einfach eine saustarke Waffe, die 80 pro Schuss macht. Oftmals ist man eben, wenn einer nicht volle Energie hat, ist man sofort gefrackt mit der Railgun. Ist meistens immer auch an schwer zugänglichen Stellen zu erreichen, wie hier Campgrounds hier oben. Da muss man erstmal hinkommen an die Railgun. Ist also alles nicht so einfach. Eine meiner Lieblingswaffen, aber auch gleichzeitig so ein bisschen mit der Lightning Gun die Königsdisziplin, sage ich mal. Mhm. Gute Spieler erreichen mittlerweile 40-50% Railgun, also jeder zweite Schuss. Da hast du schon keinen Spaß gegen. Auf einer Map, gegen einen guten Railer, wenn du keine Railgun hast, ist teilweise schon, kann es auch frustrierend werden. Ja. Welche Waffe habe ich noch vergessen? Granaten? Den lustigen Granatwerfer. Den Granatwerfer, genau. Ey, kann man die irgendwie taktisch einsetzen? Für mich ist das die absolute Loop-Waffe. Ich habe die gern benutzt, um irgendwas zuzuspammen, irgendwelche Laufwege und freue mich dann, wenn ich getroffen habe, obwohl ich ins Blinde geschossen habe. Also im One-on-One ist es vielleicht nicht die nützlichste Waffe, aber auch im One-on-One wird sie sehr taktisch benutzt. Gerade, wie du es gesagt hast, um gewisse Laufwege zuzumachen. Auf die Laufwege gehe ich gleich noch ein, ist es wichtig. Also wenn ich zum Beispiel, oder zum Beispiel, hier ist die rote Rüstung, die ganz wichtig ist, die man immer einsammeln sollte. Mhm. Aber ich habe zu wenig Energie und ich weiß, da kommt jetzt der Gegner und der will die mir streitig machen. Und ich spinne hier oben, ja. Dann kann ich da zumindest ein paar Granaten runterwerfen und ihn so lang davon abhalten, an die Rüstung zu kommen, bis zum Beispiel hier unten die Megahertz droppt. Und dann kann ich mir die vielleicht schnappen. Und habe ihm sozusagen, im Quake-Slang würde man denied sagen, habe ihm quasi die rote Rüstung oder die Health denied. Es ist einfach generell wichtig, irgendwie Wege zuzuspammen. Wenn ich weiß, ah, der kommt jetzt gleich da raus, kann ich da schon mal ein paar Granaten hinwerfen. Und es gibt mir vielleicht die ein, zwei Sekunden, die ich brauche, um an einer anderen Stelle vor dem Gegner zu sein. Ich hoffe, ich habe alle Waffen erwähnt, weil jetzt kommen wir mal so ein bisschen auch auf das Taktische. Nee, vorher die Frage von dir. Ich bin Linkshänder, ich habe jetzt bei mir die Tasten, wie bei WSAD, habe ich mir PLÖR, also total bescheuert, sieht man das, hier habe ich mir PLÖR, das ist mein WSAD, die meisten spielen aber eben WSAD oder irgendeine Kombination, die ähnlich ist. Und was bei Quake wichtig ist, ist, gerade wenn man es auf einem höheren Level spielt, ist, dass man nicht die Waffen durchwechselt mit dem Mausrad, sondern du musst quasi exakt eine Taste drücken und die musst du abgespeichert haben in deinem Kopf und musst genau wissen, weil der Waffenwechsel ist ganz schnell. Ey, ich glaube, das mache ich jetzt. Du musst dein Keyboard so anpassen, dass du genau weißt, aha, auf der Taste ist die Raketenwerfer, auf der Taste ist Shotgun, auf der Taste ist die Plasma Gun und das muss total intuitiv passieren. Du darfst nicht überlegen, ah, warte mal, wo war denn jetzt nochmal der Raketenwerfer? Wo hast du sie denn jetzt hingelegt? Ich habe alles um meine WSAD-Tasten, also um meine Laufwege. Also ich kann mit einem Finger jede Waffe aktivieren. Ich kann sofort, also kannst du, mach mal das Spiel, sag mir mal, welche Waffe ich machen soll. Obwohl, das ist ja schon so voreingestellt, sehe ich gerade. Ist es? Also zumindest teilweise. Für WSAD, ne? Ja. Aber mach mal kurz den Test mit mir, Trant, bevor du es gleich anstellst. Rocket Launcher ist cool. Trant. Ja. Trant. Ja. Okay, ich will nur mal zeigen, wie intuitiv das sein muss. Sag mal eine Waffe und ich zeig dir, wie schnell ich auf die wechsle. Schärft. Okay, falsch. Nochmal. Ich habe jetzt an Lightning gegangen. Nochmal. Okay, ist natürlich direkt in die Hose gegangen. Nochmal, jetzt sag eine Waffe. Machine Gun. Rocket Launcher. Railgun. Grenade Launcher. Schärft. Ah, fast. Ja. Okay, aus weißt du, aber ja. Das Prinzip ist klar. Ich darf, wenn ich mich für eine Waffe entschieden habe, die ich jetzt im Duell benutze, darf ich nicht lange überleben, weil du änderst bei Quake deine Waffe im Sekundentakt. Je nach Distanz, wenn du gerade in einem Duell bist, der ist ein bisschen näher dran, vielleicht switchst du gerade auf die Shotgun, der ist ein bisschen weiter weg, spammst du Plasma hinterher. Ist er gerade in der Luft, wechselst du vom Raketenwerfer, vom Rocket Launcher auf die Lightning Gun. Also das ist quasi ein ständiger Waffenwechsel. Und deshalb müsst ihr die Waffentasten quasi direkt so haben, dass ihr innerhalb von einer Hundertstel Sekunde die richtige Waffe greifen könnt. Also nicht mit Mausrad durchgreifen oder 1, 2, 3, 4, 5, sondern um eure Bewegungstasten im Prinzip die legen. So, jetzt kommen wir mal auf das
Taktische zu sprechen. Ich habe ja gesagt, Quake ist ein sehr taktisches Spiel. Da fragen sich vielleicht auch viele, warum ist es überhaupt so? Was würdest du sagen? Oh, ich muss aufs Klo, ey. Nee, warum das taktisch ist? Was denn? Jetzt eine gute Antwort. Sollen wir kurz Pause machen? Nee, das kriegen wir schon noch hin. Ja, warum das taktisch ist? Weil... Du hast ja eigentlich schon alles erzählt. Ja, es geht darum, die Waffen. Ja, es geht darum, die Waffen zu kennen. Es geht darum, Wege zuzustellen. Es geht darum. Wege zuzustellen. Aber warum? Ja, unter anderem auch wegen den Items. Also einmal muss man vorausschauen, wo der Gegner herauskommt, weil jemand nur hinterherlaufen führt zu nichts. Das ist eigentlich eher immer so ein Katzen-Maus-Spiel. Und auch Wege zuzustellen wegen den Items, damit halt keiner das Mega-Health oder die rote Rüstung oder die Raygun vor dir einsammelt, weil genau. Dann hat er halt einen dicken Vorteil dir gegenüber. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ihr müsst euch das so vorstellen, im Prinzip sind beide Spieler gleich. So, beide haben 100 Energie, sag ich mal. Und dann würde, wenn die im Zweikampf aufeinander treffen, derjenige gewinnen, der ein besseres Aiming hat. Ja, der besser zielen kann. So, jetzt liegen aber natürlich in den Quake Maps verschiedene Gegenstände. Zum einen die Waffen, zum anderen auch Rüstung und Mega-Health im Duell. Das heißt, ich kann mir einen Vorteil gegenüber dem Gegner verschaffen. Entweder indem ich bessere Waffen habe als der, sprich der hat nur eine Machine Gun, ich habe einen Chef. Dann haben wir zwar beide gleich viel Energie, aber ich schäfte ihn down, bevor er mich niedergeballert hat. Oder ich habe mehr Energie und mehr Rüstung als der Gegner. Das heißt, wenn ich es schaffe, Rüstungen einzusammeln und die stacken bis zu 200, das heißt, die rote Rüstung gibt 100, die gelbe Rüstung gibt 50 und das Mega-Health gibt immer 100 Health drauf, auf die man schon hat. Im Optimalfall hat man, und tickt dann langsam runter, im Optimalfall hat man also 200-200. 200 Health, also 200 Energie und 200 Rüstung. Mhm. Wenn du das hast, bist du full stacked, dann bist du quasi dem anderen überlegen. Mhm. Vorausgesetzt, er hat nicht auch das Gleiche. Das heißt, das Ziel im Duell ist es, bei Quake-Spielen, die Rüstungen einzusammeln, die Mega-Health einzusammeln und sie gleichzeitig dem Gegner wegzuschnappen. Weil wenn ich alle Rüstungen eingesammelt habe, die, wenn man sie einmal einsammelt, das muss man dazu sagen, ich sammle die Rüstung ein, dann erscheint sie erst nach 25 Sekunden wieder. Das heißt, so lange ist sie weg. Das heißt, ich habe 25 Sekunden lang quasi einen Vorteil gegenüber dem Gegner. Bei zwei Rüstungen muss ich halt beide Rüstungen einsammeln. Dann habe ich beide Rüstungen und der Gegner hat keine. Wenn ich dann auf ihn treffe, habe ich natürlich einen krassen Vorteil, weil ich dann viel mehr aushalte als er. Er muss dann schon viel, viel besser zielen und viel bessere Waffen haben als ich, um zu gewinnen. Und so funktioniert im Prinzip das Quake-Duell-Prinzip. Das heißt, ich versuche ständig die rote Rüstung, die Megahertz und die gelbe Rüstung einzusammeln, bevor sie der Gegner eingesammelt hat und renne quasi durch die Map und time, das ist dann aber wirklich schon der fortgeschrittene Level, im Kopf jeden einzelnen wichtigen Gegenstand. Also ich weiß, die rote Rüstung erscheint alle 25 Sekunden. Das heißt, wenn ich sie einsammle, gucke ich oben auf meinen Timer, ziehe 25 Sekunden ab und lege mir eine Route in der Map so, dass ich exakt, wenn diese 25 Sekunden um sind, wieder an dieser roten Rüstung bin und sie einsammel, so gehe ich sicher, dass du sie niemals kriegst. Und wenn du niemals die rote Rüstung hast und wenn du niemals die Mega-Health hast, wirst du auf lange Sicht immer verlieren. Mhm. Gleichzeitig will das aber natürlich auch der Gegner. Das heißt, der timet auch. Selbst wenn er sie nicht gesammelt hat, sieht er mich vielleicht von Weitem, wie ich sie eingesammelt habe. Und ich weiß, aha, der wird auch versuchen, in 25 Sekunden wieder hier zu sein und die Rüstung einzusammeln. Oder er weiß, ich kann nicht an allen Punkten gleichzeitig sein. Zum Beispiel weiß ich spiele gegen einen guten Schützen, der gut mit der Railgun ist. Der sieht, ich sammle die rote Rüstung ein, die auf der einen Seite der Map ist. Dann weiß ich, okay, dann kann ich mir in der Zeit aber die Railgun schnappen. Oder die gelbe Rüstung. Weil er kann nicht überall gleichzeitig sein. Die große Kunst ist es quasi, sich so schnell und taktisch klug durch eine Map zu bewegen, dass du alle wichtigen Gegenstände abklappern kannst. Und gleichzeitig Jagd auf den Gegner machen kannst. Also den quasi durch die Map scheuchst. Wenn man ihn einmal gefrackt hat, verliert man alle Sachen. Und dann hat natürlich der andere die Chance, die Sachen einzusammeln. Und so ergibt sich dieses Katz-und-Maus-Spiel. Klingt eigentlich relativ simpel, aber da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen. Wenn du dir mal so Profi-Matches, auch von früher noch, von absoluten Profis, auch Fatality früher oder auch CZM, Zero Four, mittlerweile ist es Rafa, das sind alles so richtig gute
gute Spieler oder Cypher aus Russland, wenn du dir Matches von denen anguckst, dann fällt einem nicht nur auf, wie gut die zielen, sondern wie unglaublich smart die sich durch die Map bewegen. Und immer quasi einen Schritt dem Gegner voraus sind. Die wissen immer genau, wo der Gegner gerade hin will. Wenn sie den angeschossen haben, der will bestimmt bis zum nächsten Health Bubble, dann stehen sie schon da oder schießen schon da eine Rakete hin. Man sagt im Quake-Jargon auch, die outsmarten den. Das heißt, outschlauen den. Die sind schlauer als der Gegner. Deshalb sagt man auch, das ist so ein bisschen wie Schach. Du musst quasi immer wissen, was will der Gegner gerade? Wo ist der gerade hin? Was versucht er gerade? Und schon für diesen Fall vorsorgen. Das ist eigentlich das Geile, was mir auch so gefällt an diesen Spielen. Also Beat'em-ups zähle ich eigentlich auch dazu, dieses Guessing. Genau. Zu erraten, was würde der Spieler jetzt als nächstes tun, der weiß natürlich genau dasselbe, dass du versuchst, das rauszufinden und versucht dann eben genau das nicht zu tun, was du denkst. Und so muss man dann immer hin und her schätzen und am Ende zeigt, wer halt wen geoutsmartet hat. Genau, und da kommt halt, deshalb kommen viele Komponenten bei Quake hinzu. Zum einen das Aiming, also wie gut deine Hand-Augen-Koordination ist, wie gut zielst du einfach. Wenn du super gut zielen kannst, ist es eben schon mal ein Vorteil, wie einer, der einfach jede Railgun daneben schießt. Ja? Ein Treffer kann manchmal schon über Sieg oder Niederlage entscheiden. Taktisches Verständnis, wie gut kennst du die Map, wie gut kennst du den Gegner, hast du eine Ahnung, wie er denkt, kannst du dich in ihn reinversetzen. Das sind alles Punkte, die natürlich dann eine Rolle spielen. Jetzt haben wir so viel gelabert, jetzt würde ich fast sagen, willst du aufs Klo gehen und dann machen wir mal ein Match? Ich muss schnell aufs Klo. Okay. Ich mache hier kurz auf Pause. Ja. Der Trank geht kurz kacken. Und wie war's? Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe nämlich Hände gewaschen. Okay. Achso, eine Sache muss ich noch erklären. Eine Sache, die bei Quake unheimlich wichtig ist, ist das Movement, also wie man sich durch die Map bewegt. Und da gibt es eine Sache, die sie nennen, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Strafe Jumps. Ist eigentlich eine Sache, die eigentlich unerlässlich ist. Also ohne die habt ihr online keine Chance. Die gehört dazu wie das Gas geben bei einem Rennspiel. Allerdings ist das nicht so ganz einfach, das muss man üben, das muss man erstmal kennen. Ich möchte es mal ganz kurz zeigen und erklären. Es funktioniert im Prinzip folgendermaßen, ihr drückt eure Taste für nach vorne laufen und gleichzeitig, wenn ihr springt, die Strafe-Taste nach links oder rechts, haltet die gedrückt und springt dann immer, wenn ihr aufkommt, drückt ihr wieder die Sprungtaste, also wie so ein Flummi oder wie ein Bunny-Hopping nennt man es auch. Das heißt, ich mach's mal kurz vor, wenn ihr einfach nur lauft, sieht es so aus wie jetzt bei mir, ja, aber man kann halt viel schneller sein, wenn man strafe jumpt, hier. Also ich zeig's nochmal, ihr drückt nach vorne, dann nach links und dann wechselt ihr quasi auch immer nach, die Strafe-Taste müsst ihr immer abwechseln, also drücken, weil wenn ich die ganze Zeit nur links strafe und nach vorne, dann springe ich gegen eine Wand, das heißt, ihr müsst quasi so einen Rhythmus finden. Nee, nach vorne gedrückt halten und strafe gleichzeitig und dann springen. Ja. Und sobald du aufkommst, drückst du wieder springen. Ich komm mir vor wie ein Idiot. Ja, da war's schon. Ja, hast gemerkt? Hast du diesen kurzen Schub gemerkt? Das ist der. Und dann musst du halt mit den Links- und Rechts-Strafe-Tasten musst du üben, dass du gerade bleibst. Ich sag ja, es ist. Man hat da sich relativ schnell dran gewöhnt. Das ist halt. Wie soll ich sagen, das unterscheidet halt ein Spiel wie Unreal Tournament oder so von Quake. Das ist halt wirklich es ist eigentlich ein bisschen blöd. Für Anfänger ist es echt scheiße, aber ihr müsst es lernen, ihr müsst es üben und es ist auch nicht so schwer. Es gibt tausende Tutorials auf YouTube, es gibt richtige Strafe-Jump-Übungsmaps, wo ihr das üben könnt. Und wenn ihr es einmal drauf habt, dann seht ihr hier, dann geht es relativ easy. Ich habe jetzt hier leider einen ziemlich schlechten Monitor und ich weiß nicht, irgendwie die Framerate ist auch nicht so gut. Nee, ist nicht so geil, ne? Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber mit Strafe Jumps kann man halt auch. Ja, das geht jetzt nicht. Könnte ich hier diesen Sprung schaffen? Das sieht jetzt hier unmöglich aus. Normalerweise kann ich den auch, aber nur wenn ich auch eine gute. Warum ruckelt das so? Hast du eine Ahnung? Liegt das an Fraps? Das kann schon sein, ja. Mit einem Strafe Jump, ich krieg's jetzt nicht hin, aber ihr habt es ungefähr gesehen. Ja. Mit einem Strafe Jump kannst du dann halt auch so Sprünge machen, wie von der Railgun hier rüber auf die Brücke. Es gibt auch noch andere
Tricks wie Double Jumps oder Circle Jumps. Man kann zum Beispiel auch von hier darüber springen. Das werde ich jetzt natürlich beim... Was ist ein Circle Jump? Ein Circle Jump ist, das ist schwer zu erklären, du machst quasi mit der Maus so einen halben, noch nicht mal einen halben Kreis, einen Viertelkreis. Also ich versuche es mal zu zeigen, du springst und drehst dich dabei so leicht ein. Mhm. Also wenn ich normal springe, wenn ich einfach nur nach vorne springe, komme ich so weit. Wenn ich aber einen Circle Jump mache, habt ihr das gesehen? Das ist auch gleichzeitig ein Strafe Jump. Also du strafest dabei und machst dabei nur einen Halbkreis. Guck mal dran. Wenn ich normal springe, springe ich so weit. Ja? Mhm. Ungefähr bis hierhin. Ja? Wenn ich einen Circle Jump mache, okay, komme ich fast doppelt so weit. Ja? Ja. Oder gute Übung ist zum Beispiel, versuch mal von hier, komm mal her, versuch mal von hier darüber zu springen. Gesehen? Haha. Und das nur, okay, weil ich mich in der Luft um ein Viertel drehe, nee, okay, und das strafe. Geht auch mit einem, ich sehe gerade, das geht auch mit einem normalen Sprung. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, okay, aber... Also ich erkläre es meistens so, es gibt eine andere Map, bei der man das besser zeigen kann als hier. Ich erkläre es meistens so, stellt euch parallel... Oder warte, warum, wir machen ja ein Tutorial, wir zeigen es mal kurz. Wir wählen mal kurz eine andere Map, wo ist sie? Oh Gott, wie hieß die denn? Die haben jetzt hier die ganzen Namen. Ich kenne die immer noch als Tourney 4. Aber die haben jetzt Namen. Vertical Vengeance war es. Ja. Drück mal auf 1. Wir wechseln mal die Map. Dann zeige ich euch mal. Das ist nämlich eine sehr gute Stelle. Also dann könnt ihr bei Quake Live einfach mal die Map Vertical Vengeance nehmen. Da könnt ihr das üben. Daran seht ihr dann, ob ihr den Circle Jump bzw. Strafe Jump... Ah, die kenne ich auch noch. Ey, so. Die kenne ich auch noch. Die können wir auch gleich zocken. So, dann gehen wir mal hier rein, an diese Stelle, ja, in der Mitte der Map. So, und dann seht ihr jetzt, diesen Sprung hier werden wir jetzt machen. Von der Seite auf die Seite. Ja, also wenn ich nämlich jetzt normal springen würde, also einfach nur nach vorne laufe und springe, keine Chance. Ja. Aber man kann den Sprung schaffen. So, und zwar, geh mal weg, müsst ihr dazu quasi... einen Circle Jump machen. Ach Gott. Naja, das war so klar. Okay, du machst also kurz die... Naja, ich komme halt hier mit dem Equipment nicht so gut klar. Das ist halt Mouse Acceleration. Gesehen? Ja. Der Trick ist, ich erkläre es meistens so. Ihr stellt euch parallel zu der Kante hin. Ein bisschen mit Abstand, ja? Und dann strafet ihr in dem Fall nach rechts, sodass ihr auf die Kante zugezogen werdet. Als ob ihr wie von einem Magnet da angezogen werdet. Und diesen, stellt euch vor, ein Magnet zieht euch hier rechts an den Rand ran. Und jetzt stellt euch vor, ihr nehmt diesen Schwung, weil der Magnet zieht euch ja, ja. Dieses Ziehen, was ihr aber ja selber kreiert durch das Strafen, den nehmt ihr mit, indem ihr die Richtung dahin ändert, wo ihr hin wollt und dann abspringt. Aber dabei die Taste, die Strafe-Taste gedrückt haltet. Also... Und nach vorne lauft. Also ich laufe nach vorne, lass mich zur Seite ziehen. Ich laufe nach vorne, lass mich zur Seite ziehen. Ich laufe nach vorne, lass mich zur Seite ziehen, drehe mich dann um und springe ab, während ich die Strafe-Taste gedrückt halte. Ach Gott, die dumme Sprungtaste. Okay, Meister Eduard, ich probiere es. Warte, ich zeig's noch einmal, damit man auch sieht, dass es stimmt, was ich sage. So, okay. Hast du es gesehen? Ich kann's nicht. Also, ja, das muss man ja auch üben. Wenn es beim ersten Mal könntest, dann wäre es auch nicht Quake. Also, man läuft nach vorne, lässt sich nach rechts ziehen und dann müsst ihr müsst es mal selber ausprobieren, wie viel und wie schnell ihr diesen Blick nach rechts macht. Das ist eben dieses Circling. Ne, das war zu viel, das habe ich schon gesehen. Das ist nur ein, guck mal dran, guck mal auf meinen Bildschirm, das ist nur so ein ganz, weißt du, das ist nur so ein, noch nicht mal, also es ist im Prinzip nur diese Bewegung. Okay. Nur so ein Zucken quasi. Weißt du, es darf nicht zu viel sein. Du musst quasi diesen... Ich kann es halt nicht so gut erklären, aber... Ja. Ein Strafe gedrückt halt und sich so ranziehen lassen. Also ihr seht, es gibt bei Quake 1000 Kleinigkeiten, die ineinander greifen. Deshalb existiert dieses Spiel schon so lange und deshalb kriegt man auf einem Server gegen einen guten auch... total auf die Fresse und hat keine Chance. Ähnlich wie es bei StarCraft eben auch ist.
wo du als Newbie einfach kein Land siehst gegen einen, der das schon ein bisschen kennt und weiß genau, was er tut. Scheiße, ich kann das nicht. Zeig nochmal, ich gucke jetzt mal bei dir hin. Ja, war schon gar nicht so schlecht. Aber es hat keine Distanz gebracht. Nee. Bringt gar nichts. Nee, du machst keinen Circle Jump. Ja, ja, ach so. Ja, das war aber, das war zum Beispiel, da hast du schon die Beschleunigung gemerkt. War zwar jetzt nicht richtig, aber... Das ist scheiße. Ja, es ist schwer. Es ist frustrierend am Anfang, aber es geht. Du wirst irgendwann tausendmal probiert haben, irgendwann hast du das Timing raus und dann kommt es, als ob es schon immer easy war. Okay, ich erkläre auch was. Den Rocket Jump, den kann ich nämlich genau. Wenigstens. Der Rocket Jump ist auch eine Sache, für die Quake eigentlich auch berühmt geworden ist. Damit kann man einfach cool abkürzen. Wenn man einigermaßen Rüstung hat, macht der auch nicht so viel Schaden. Mhm. Und gute Leute, also Leute, die guten Rocket Jump können, die können sich wirklich durch die ganze Map schießen und teilweise krass abkürzen oder einem den Weg abschneiden oder einen einfach auch überraschen. Lohnt sich ja auch, wenn du halt an eine Stelle kommen willst, wo du musst dich beeilen und vielleicht weißt du sogar, dass da oben dann Health-Items liegen oder eben die Rüstung, ja. Was dann den Damage von dem Rocket Jump wieder manchmal ist aufhebt. Es auch, ja, manchmal ist es sinnvoller, einem die Rüstung zu klauen und dafür ein bisschen Schaden zu nehmen, als eben nicht das zu machen. Es gibt einen ganz berühmten Rocket Jump, den Zweifach-Rocket Jump, den hat Fatality mal in einem, ich glaube CPL Razer war es, in einem Turnier gemacht. Da hat er, ist er in die Lava gefallen und war in der Ecke der Lava. Und er wäre in dieser Lava im Prinzip verreckt. Und was er gemacht hat, er hat einen Rocket Jump aus der Lava gemacht und hat dann in diesem Sprung nochmal an die Wand, von der Wand sich hochgeschossen. Also mit zwei Rocket Jumps sich komplett aus der Lava, aus diesem Ding rausgeschossen. Ja, also wie kann man sich denn von der Wand wegschießen? Naja, du kannst ja da nicht mehr springen. Das ist dann ein ganz normaler Splash-Damage, oder? Naja, von der Wand weg. Ja, ich kann ja jetzt hier einen Rocket Jump hoch machen und dann. Jetzt klappt es natürlich wieder nicht, weil ich muss überhaupt erstmal auf Aufnahme drücken. Also ich kann jetzt hier einen Rocket Jump machen und dann nochmal von der Wand quasi, weißt du? Muss halt genau den richtigen Winkel. Ist halt sau schwer. Und ja, genau. Cool. Und was halt. Es gibt auch Plasma-Jumps zum Damit mache ich dich fertig. Pass auf, ich zeige euch noch was. Wo wir schon bei Sachen sind. Das ist halt das Geile bei Quake, dass es so viel Kleinigkeiten gibt. Bei Quake 2 gab es sogar noch mehr Sachen. Da gab es dann Double Jumps, da konntest du, wenn du im richtigen Moment zweimal Jump gedrückt hast, konntest du über eine Kiste, über die halbe Map fegen und wurdest immer schneller und so. Und das ist halt, im Prinzip war der Strafe Jump war ursprünglich von id Software ein Bug. Mhm. Die haben den quasi nicht programmiert gehabt, sondern den haben Spieler entdeckt. Und er hat sich aber so im Gameplay etabliert gehabt, dass er halt heute noch drin ist und auch nach wie vor benutzt wird. Und er gehört auch. Also wenn er rausgenommen, dann wird sich jeder beschweren, auf jeden Quake wäre nicht mehr Quake. Genau. Ich zeige euch jetzt mal was, das kriege ich jetzt bestimmt wieder nicht hin, weil ich das auch tatsächlich nicht so gut kann. Das ist ein Plasma-Climb, heißt das. Das heißt, die Plasma-Gun, die ich euch gezeigt habe, wenn ihr mal auf den Boden schießt, die Plasma-Gun, wenn ihr auf den Boden schießt, dann seht ihr, dass die euch Schaden macht. Also man kann sich quasi damit umbringen. Man kann das aber auch nutzen, diesen Schaden, beziehungsweise diesen Mini-Splash-Damage, wenn man so will, um zu klettern. Gute Leute können da, ist ähnlich wie die Bomben bei Metroid, weißt du, wo du dich selber in die Luft jagst. Man kann sich, zum Beispiel, wenn ich jetzt da hochspringe, komme ich nicht dran. Ja? Aber ich kann da hoch Plasma climben. Ich versuche mal, ob es jetzt klappt. Achtung. Wie geil. Okay, jetzt hat es natürlich nicht geklappt. Wie hast du das gemacht? Hast du da währenddessen gesprungen? Ja, du springst. Ja, warte. Das ist aber echt schwer und ich kann das auch nicht gut.
Ach du Scheiße, ey, da brauchen wir auch einen richtigen Feuerwinkel dann, ne? So, hast du gesehen? Ich habe gerade weggeguckt. Nein, ich hab's aufgenommen. Okay. Also ich mach's nochmal. Ah, alt. Ah, jetzt klappt's wieder. Genau. Wie, und, aber du führst die Gun nicht irgendwie in eine andere Richtung, sondern hast Hauptsache einen richtigen... Nee, du siehst ja sogar den... Du siehst ja den, den Weg, den ich hier zurückgelegt habe. Also das ist auch noch so eine Taktik. Plasma Climb. Es gibt noch Teleport-Jumps und so weiter, aber da gehen wir jetzt alles nicht drauf ein, das würde jetzt echt zu weit führen. Ich wollte damit nur mal zeigen, wie komplex dieses Spiel ist, was es alles für taktische Möglichkeiten bietet. Ein echter Profi muss das alles beherrschen, er muss jede Map auswendig können, er muss die Items timen können, er muss das Movement drauf haben, er muss gutes Aiming haben, er muss den Gegner einschätzen können, taktisch, muss verschiedene Taktiken haben, offensiv, defensiv. Team Deathmatch. Ganz andere Geschichte, aber auch viele sagen ja, Counter-Strike und so weiter wäre viel taktischer als Team Deathmatch bei Quake. Das stimmt auch nicht. Auch da könnte ich Episoden drüber erzählen, das mache ich vielleicht ein andermal. Jetzt wollen wir mal ein Match machen. Ja. Jetzt zocken wir mal.